Tag, liebe Leute, wir machen erstmal die Jukebox an. Xur ist nämlich unten in der Bar mal wieder im Turm, ganz hinten rechts, unter Toten Orbit und Kriegsgold der Zukunft. Boah, ist das laut. Leiser machen. So, jetzt schauen wir mal, was er heute so dabei hat. Vielleicht endlich mal was, was mir noch fehlt. Vielleicht den Titanhelm. Mal schauen. Okay, das ist ein Angebot, das können wir schon wieder in der Pfeife rauchen. Typ 44 im Abseits, verlängert die Dauer, die Schulterangriff aktiv bleibt. Ist ganz witzig, braucht man aber nicht wirklich. Es kann man mal im PvP einsetzen, wenn man Spaß dran hat. Aber ja, muss nicht unbedingt sein. Du kannst mehr schwere Munition mitnehmen, ist für die Leute gut, die noch keine Rage-Stiefel haben. Gerade für Gefängnis der Alten, für die Endbosse, sollte man 7 Gjallarhorns mitnehmen und vielleicht nochmal 7 nachtanken mit der nächsten Synthese. Also für die ist das nicht schlecht. Dann haben wir hier Maske des dritten Mannes. Intellekt nur 110, maximal ist 136, ist also nicht so der wahnsinnige Roll. Deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Und Klingenangriffe verbrauchen weniger Superenergie. Das ist natürlich ziemlich geil für den Klingentänzer, gerade im PvP. Da kann man die Maske definitiv empfehlen. Es ist fast immer das exotische Rüstungsteil, was ich beim Klingentänzer benutze. Und dafür ist sie also nicht schlecht. Dann haben wir Licht hinter Nemesis. Lebe Teammitglieder schneller wieder, erzeuge mehr Sphären. Das ist gerade für Trials of Osiris ziemlich stark. Man kann dann quasi durch die Teammates durchrennen und einfach nur X drücken und sie wiederbeleben. Man kann sogar durchrutschen, wird also quasi nicht getroffen, während man das tut, hat dann ein Schild, ist wieder zu zweit oder sogar zu dritt und kann dann auf die Gegner rushen. Das ist ziemlich, ziemlich stark, dieses schneller wiederbeleben. Es geht, glaube ich, doppelt so schnell oder dreimal so schnell sogar. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt für Trials of Osiris. Ist auch im Dämmerungsstrike und im Raid mit Sicherheit gut zu gebrauchen. Für den Warlock. Dann haben wir hier Universalgerät. Das ist eine reine Spaßwaffe eigentlich. Die kann man so richtig für nichts zu gebrauchen. Also ich finde alle legendären Shotguns sind im PvP besser. Also alle guten. Felwindes Lüge, 2 ins Leichenhaus. Geheimer Handschlag, die Matador 64 sehr wahrscheinlich, wo ich sie noch nicht getestet habe. Die sind allesamt besser als das Universalgerät. Es ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr damit irgendwie ein Fusionsgewehr gut kombinieren könnt, ein legendäres, oder eine Sniper. Wobei ich das für fragwürdig halte, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe es ein paar Mal getestet und es geht schon, es ist nicht schlecht. Also man kann jetzt Predets Rache nehmen und dann die Shotgun und kann dann wechseln, wenn dann einer attackiert. Aber es ist jetzt auch nicht der Oberburner. Also das müsst wirklich ihr wissen, ob ihr die braucht, ob ihr die haben wollt, ob ihr die cool findet. Dann ist sie mit Sicherheit ganz witzig, aber sie hat halt keinen Elementarschaden und ist ja auch im Dämmerungsstrike oder so nicht wirklich zu gebrauchen. Von daher hebt euch lieber die Münzen auf, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die braucht. Dann haben wir hier exotische Bruchstücke für 7 seltsame Münzen, um die Waffen und Rüstungsteile zu upgraden. Und hier haben wir schon wieder Körperrüstungs-Brustpanzer-Engramme. Die kaufe ich nicht aus einem einfachen Grund. Es gibt im Haus der Wölfe DLC nur einen neuen Brustpanzer. Und das ist die Läutererrobe. Und die habe ich letztes Mal schon bekommen, als ich 8 von den exotischen Engrammen gekauft habe. Das war eh zu viel, wenn ich gewusst hätte, dass es nur eine neue gibt. Dann hätte ich nicht 8 Stück gekauft. Also von daher, wenn ihr die Läutererrobe habt und braucht auch von den alten Rüstungsteilen nichts mehr, von Dunkelheit lauert und so weiter, kauft es die einfach nicht. Und wartet, bis er wieder Helme oder Panzerhandschuhe-Engramme dabei hat. Dann haben wir hier mal wieder Telemetrie für Scoutgewehre, Handfeuerwaffen, Schrotflinte, um eure Waffen schneller zu leveln, Plasmaantrieb und Smaragdspule braucht kein Mensch für den Sparrow zum Aufrüsten. Das bringt nichts. Und schwere Munitionssynthesen hat er wieder mal dabei. Und Materialien tauschen kann man auch noch. Das Angebot diese Woche ist eher, naja. Aber es gibt ja noch andere Sachen, wo man sich cooles Zeug holen kann, zum Beispiel Gefängnis der Alten, das Urteilschance nutzen und so weiter. Bis dahin, schönes Wochenende. Heute Abend spielen wir wieder Trials of Osiris. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und haut's rein, Leute.